Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Ich mache das direkt hinten dran, deswegen bin ich genauso angezogen wie gestern. Sprüche 12, 28. Heute auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben. Ach, das ist so schön. Da ist Leben. Sprüche 12, 28 lesen wir. Auf dem Pfad der Gerechtigkeit blüht das Leben. Es ist eine gut gebahnte Straße ohne tödliche Gefahr. Wir lesen, was ich dazu geschrieben habe. Ich liebe einfach die Bibelstellen, die über die Gerechtigkeit Gottes sprechen. Auf dem Pfad der Gerechtigkeit, in Klammer Gottes, ist Leben. Die Menschen müssen lernen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzugeben. Sie müssen lernen, Gott zu vertrauen und glauben, dass er die Wahrheit ist und spricht. Wenn wir auf dem Weg mit ihm wandeln, dann ist auf diesem Weg Leben. Vielleicht nicht diese Art von Leben, die du aus deinem weltlichen Leben kennst. Wie Jesus schon sagte, wenn wir sein lebendiges Wasser trinken werden, wird in uns ein Quell sprudeln, der nimmermehr versiegt. Ist das nicht herrlich? Der Vers geht allerdings noch weiter. Auf diesem Weg gibt es keinen Tod. Lese diesen zweiten Teil des Verses genau. Wenn ich durch das Blut Jesu gerecht geworden bin und auf dem Pfad der Gerechtigkeit Gottes wandle, dann gibt es auf diesem Weg keinen Tod. Das bedeutet, wenn ich sündige und etwas nicht schaffe, werde ich hierfür nicht mehr bestraft. Ich werde nicht mehr sterben. Der Tod ist auch für mich besiegt durch das Blut und die Tat Jesu. Ich bin eine neue Schöpfung geworden, das Alte ist vergangen. Leider lassen sich manche wiedergeborene Christen zurück unter das Gesetz ziehen. Mir ist dies anfangs ähnlich passiert, da ich zwar radikal wiedergeboren war, aber mir die komplette biblische Grundlage fehlte. Ich hatte die Bibel ja noch nicht gelesen. Ich wusste gar nicht, was in meinem Leben und mit meinem alten Leben passiert war. Also packte mich der Feind an meine Achillesferse, Intelligenz perfekt sein zu wollen, und ich fing an, das, was ich glaubte, in Frage zu stellen. Wenn du wiedergeboren bist, dann gibt es für dich keinen Tod mehr. Ja? Ich möchte auch, habe jetzt ganz arg im Herzen, heute nochmal zu sagen, was ist der Tod? Der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt es. Das heißt, der Lohn oder das Ergebnis eines sündigen Lebens ist, dass wir sterben, dass wir tot sind. Also eigentlich sind wir sogar schon tot, obwohl wir physisch leben. Das heißt, wir sind von Gott getrennt. Ja, besteht eine Trennung zwischen Gott und uns. Und diese Trennung geht über den physischen Tod hinaus. Das heißt, die Hölle ist der Platz, an dem Gott nicht mehr hinhört. Ja, die Trennung von Gott ist, Gott hört nicht mehr hin. Ja, er erhört die Menschen nicht mehr. Die können schreien, jammern, flehen. Gott hört nicht mehr hin. Und jetzt ist diese Zeit, wo die Menschen erkennen sollen, dass sie von Gott getrennt sind, dass Gott sie ruft und sie wieder in Gemeinschaft mit ihm ruft. Da aber wir als sündige Menschen unrein sind und der große allmächtige Gott heilig und rein ist, können wir nicht in Gottes Gegenwart kommen. Und da kann ich euch mal ermutigen, in der Bibel die Geschichte zu lesen, als Jesus mit Abraham und Mose, glaube ich, zusammen auf dem Berg ist und die Jünger sehen ihn und er ist einfach so im Strahlen, ja, in diesem Licht oder dieser auferstandene Christus. Wisst ihr, wir würden die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen. Ja, die sündige Natur kann die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen. Und deshalb sind, glaube ich, so viele Menschen einfach auch von Gott abgewendet, weil wenn sie in die Gegenwart des allmächtigen Gottes kommen, wird ihnen ihr ganzer Schmutz, ja, ihr ganzer Dreck, alles, das wird ihnen bewusst. Und es wird ihnen bewusst, dass sie in dieser Gegenwart nicht bestehen können. Und Jesus hat sich gegeben, sein Blut hat uns reingewaschen. Ja? Mit der Taufe begraben wir dieses schmutzige, sündige Leben und gehen in ein neues Leben mit Christus und stehen jetzt vor Gott durch Christus. Ja? Also Gott sieht in uns Jesus, Christus lebt in uns, der Heilige Geist lebt in uns und wir stehen vor Gott vollkommen und rein da. Und deshalb hat auch die Sünde keine Macht mehr über uns, weil wir in diese Heiligkeit eingetreten sind. Und jeder, der aber die Sünde noch liebt, der das Schmutzige noch liebt, der ist, weiß ich nicht, ich glaube einfach noch nicht wirklich neu geboren.
Und hat noch nicht wirklich sich für diese Herrlichkeit entschieden, ja, für dieses reine, herrliche Leben. Und in Gottes Gerechtigkeit einzutreten, heißt eben auch, Gottes Gerechtigkeit anzunehmen. Wisst ihr, es gibt, wie soll ich sagen, es gibt, die Menschen sagen, ja, wenn Gott doch Liebe ist, warum wirft er die Menschen in die Hölle? Ja, ist ganz einfach. Weil das Böse in der Gegenwart Gottes nicht bestehen kann. Und jeder, der sich nicht reinwaschen lässt, sodass er heilig ist, muss sterben. Also der muss von Gott, Gott ist so heilig, Gott ist so groß, der ist so heilig, das steht außer Frage, dass etwas Schmutziges in Gottes Gegenwart bestehen kann. Ja? Und der Mensch will aber, dass Gott sich auf die Stufe des Teufels herablässt und das Sündige gut findet. Und das wird Gott nie tun. Gott wird nie das Sündige gut finden. Er sagt zwar, an unsere Sünden wird er nimmer mehr gedenken. Das liegt aber daran, dass wir heilig geworden sind, dass wir reingewaschen worden sind. Und deshalb wollen wir die Sünde auch gar nicht mehr tun. Ja, wir wollen sie nicht mehr. Wir hassen sie. Ja, wir wollen sie nicht mehr haben. Gottes Gedanken werden, also in unseren Gedanken werden sich immer mehr Gottes Gedanken manifestieren und wir werden für das Gute leben und nicht für das Schlechte. Also in Gottes Gegenwart kann Sünde keinen Platz haben. Dennoch liebt Gott den Menschen, an dem diese Sünde klebt. Ja, du musst es voneinander trennen. Und da kann ich euch auf dem Kanal Follow Jesus, das gibt es, das Webinar oder Online-Seminar, Liebe und Barmherzigkeit, das kann ich euch empfehlen. Dort spreche ich darüber, dass wir das trennen müssen. Ja? Den Menschen, den Gott liebt, ja, so sehr hat Gott die Welt, den Menschen geliebt, dass er seinen Sohn Jesus gab, damit dieser Mensch von diesem Schmutz frei gemacht wird. Ja? Das heißt, Gott liebt den Menschen, aber er hasst diese Sünde, die an diesem Menschen klebt. Und Die in Gottes Geist wandeln, die lernen eben auch immer mehr, das voneinander zu trennen, den Menschen und das, was an diesem Menschen klebt. Das heißt, wenn ich mich mit Sündern beschäftige, dann liebe ich diesen Menschen, aber ich hasse dieses Böse, was sie tun. Und das ist Gottes Gerechtigkeit. Und der sündige Mensch, der will, dass Gott die Sünde liebt. Und das wird nie passieren. Das wird nie passieren. Gott ist so heilig. Gott wird nie die Sünde lieben. Also, das wird nie passieren, weil Sünde ist nicht aus dem Geist Gottes, Sünde ist nicht aus der Heiligkeit. Und wisst ihr, wenn es dann heißt, naja, dann ist ja Gott ein Mörder, ja? Wisst ihr, der Teufel ist der Mörder. Alle gute und vollkommenen Dinge kommen von Gott. Aber der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja? Das heißt, der Teufel ist der Mörder. Die Sünde bringt uns Verderben und den Tod. Gott hat einen Weg bereitet, dort fern zu bleiben. Ja? Gott zeigt uns, was es bedeutet, ein heiliges Leben zu führen. Und wenn wir ein heiliges Leben führen, befinden wir uns auf seiner Seite. Und wenn wir die Sünde tun, befinden wir uns auf der Seite des Teufels. Und es schickt sich nicht. Ich habe ganz oft in der letzten Zeit so dieses Wort, es schickt sich nicht. Es schickt sich nicht, als Kind Gottes in den Werken der Dunkelheit zu wandeln. Das passt nicht zueinander. Und wer das immer noch liebt, der muss sich fragen, ob er sich wirklich schon für das Reich Gottes und das Gute entschieden hat oder ob er immer noch Freude an den Werken der Finsternis hat. Ja, und ob er sich überhaupt reinwaschen will. Ja, also das ist Gottes Gerechtigkeit. Ja, Gottes Gerechtigkeit ist ganz klar, dass in seiner Gegenwart das Böse nicht bestehen kann. Und er hat jetzt allen Menschen die Möglichkeit gegeben, sich von den verkehrten Wegen abzuwenden. Und es liegt jetzt an jedem, ob er das annimmt oder nicht. Ja, also ich bin sehr dankbar, dass ich es angenommen habe. Ich bin sehr dankbar, dass Gott mir den Weg gezeigt hat. Und auf diesem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben. Ja? Also wenn wir auf dem Pfaden Gottes wandeln, dann ist da Leben. Und wenn wir auf dem Pfaden des Feindes wandeln, dann ist dort kein Leben. Ja? Dann ist dort
tot, ja, du wirst dich schlecht fühlen, du wirst, es wird dich zerstören, ja, es wird deinen Körper zerstören. Und habe jetzt letztens gerade mit jemandem gesprochen, da ging es um das Thema Rauchen. Und dann habe ich gesagt, sagte, ja, das ist ja Sünde, das darf ich nicht tun. Habe ich gesagt, das ist der falsche Ansatz. Ja, sag ich, du musst erkennen, dass etwas, was nicht von Gott ist, dich zerstört. Ja, wir müssen erfassen, dass nicht dieses, das darf ich nicht, sonst werde ich bestraft, sondern wir müssen, glaube ich, oder viele Christen müssen, glaube ich, ihr Denken über Gott ändern, dass sie von Gott gut denken. Gott, hey, will uns ja davon fernhalten, weil wir ansonsten, weil es uns schadet. Und wenn wir aber finden, dass wenn wir das tun, dass uns das gut tut, dann haben wir ein falsches Denken darüber. Römer 12, Vers 1 und 2, dann ist es mal wichtig, dass das Denken darüber erneuert wird. Ja. Und darüber spricht eben Sprüche 12, 28, auf dem Pfad der Gerechten ist Leben. Und Lebendigkeit, Leben finden wir auf dem richtigen Weg, ja, in Gottes Rahmen, auf Gottes Wegen, dort finden wir das Leben und die Lebendigkeit, das wirklich wahrhaftige Leben. Und wenn du das noch nicht so siehst, dann leg das dem Vater hin, lass dich vom Heiligen Geist überführen, lass dich verändern. Ich hoffe, dass du den Sinn da drin erkennen kannst, was ich hier sage. Auf dem Pfad von Gottes Gerechtigkeit ist Leben und ich will das Leben, ja, ich will das volle Leben. Ich will nur das Leben Gottes. Ich will und will das andere nicht haben. Ja, das andere ist immer nur kurzfristig scheinbare Bedürfnisbefriedigung. Und ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade so im Sinn habe, aber gut, da mag jetzt jeder eine eigene Meinung haben. Ich habe da keine Meinung dazu. Ich sage immer, ich habe da keine Meinung dazu. Da geht es mir jetzt auch gar nicht drum, um Xavier Naidoo oder was da gemacht wird, sondern was ich jetzt einfach nur mal mitgeben will, ist, es gibt dieses Lied und das Video, was ja schon sehr alt ist. Sieh mir noch einmal in die Augen, Baby, bevor du gehst. Und als ich zum Glauben kam, also ich habe das Lied nie verstanden, und als ich zum Glauben kam, hatte ich so den Impuls, mir dieses Video mal anzuschauen, und plötzlich habe ich das verstanden. Und am Ende dieses Videos sieht man diesen Mann, ja, der quasi sich in dieser Dunkelheit aufhält, ja, in der Unzucht und all diesen negativen Dingen, und der sich am Ende dieses Videos sieht man einfach ganz schnelle Shots, ja, von Frauen der Begierde und seiner Familie, ja, um das Haus und auf der anderen Seite Erfolg, Macht und Geld. Also man sieht wirklich so dieses Ping-Pong von diesen beiden Welten, und diese Tür geht zu und es gibt eben keinen Weg mehr zurück. Und das hat mir einfach auch nochmal gezeigt, dass wir das nicht unterschätzen sollen, ja, unterschätzt nicht die Fänge des Feindes. Ja, so ein bisschen, na, ein bisschen Sünde geht ja. Das ist ein falsches Denken. Das ist einfach schon ein falscher Ansatz. Ein bisschen Sünde ist immer noch Sünde. Und es ist immer noch Dunkelheit. Und wenn du die Werke der Finsternis liebst, und sei es auch nur ein bisschen, dann kann ich dir sagen, dann wird der Teufel nicht von dir lassen, bis du immer weiter in diese Finsternis gehst. Und ich finde, gerade hatten wir es so mit dem Rauchen. Wisst ihr, ich habe einmal in meinem Leben an einer Zigarette gezogen, und das auch nur, um meine damalige beste Freundin zu ärgern. Ich habe noch nie in meinem Leben geraucht und ich werde auch nicht damit anfangen. Und jetzt sowieso nicht mehr. Aber wisst ihr, guck mal, Gott ist so gut. Ja, Gott hat uns allen, also ich kenne niemanden, ich habe Raucher gefragt. Es gibt keinen Raucher, der mir gesagt hat, die erste Zigarette hat geschmeckt. Das heißt, Gott hat uns schon so eine Widerlichkeit in uns hineingelegt, die wir aber bewusst übergangen haben. Und das ist eben ähnlich. Also ich weiß auch, ich habe ja auch im Coaching viel auch mit Homosexuellen zu tun gehabt, und ich habe auch nichts gegen diese Menschen. Ich habe aber damals im Coaching schon irgendwie gedacht, das stimmt nicht, das ist irgendwie nicht richtig, das ist irgendwie nicht das, wie es eigentlich sein soll, ja, obwohl ich da Jesus noch nicht hatte. Und ich muss echt sagen,
Ich fand, dass alleine die Gedanken, habe ich mich auch damals, habe ich auch mal wirklich mich mit einer homosexuellen Person darüber unterhalten, dass ich gesagt habe, weißt du, die Gedanken darüber waren für mich immer widerlich. Und über diese Widerlichkeit habe ich mich nie hinweggesetzt, ja. Also ich weiß, und das ist sogar noch gar nicht so lange her, ja, das war so in der Zeit auch meines Coachings. Da habe ich Silvester mit einer guten Bekannten verbracht. Da haben wir gesagt, okay, wir wollen nichts. Und dann haben wir uns so überlegt, was wir machen sollen. Und dann hat die dann irgendwie so nach Mitternacht fing die dann so an, ja, und hat sich so die Bluse aufgemacht. Und dann habe ich einfach weiter immerhin so, wir hatten damals Zielcollage gebastelt, wie das ist noch keine 10 Jahre her. Und dann habe ich weiter mit meinen Sachen gemacht. Ich habe da überhaupt nicht hingeguckt, ja. Und ich habe gemerkt, wie es ihr plötzlich unangenehm wurde und sie hat sich wieder angezogen. Und dann habe ich gedacht, ich habe so eine Widerlichkeit dagegen gehabt, das ist so eine einfach so eine gesunde Abneigung dagegen. Und ich glaube, dass Gott es jedem von uns einfach in uns gelegt hat und dass wir so dieses, na so ein bisschen ist ja nicht schlimm, ja, und dieses so ein bisschen Yoga ist ja nicht schlimm. Aber genau dieses bisschen ist nicht schlimm. Wir müssen erfassen, dass das Werke der Finsternis sind und dass sie nur dazu dienen, uns zu zerstören, ja, auf lange Sicht. Vielleicht siehst du es erstmal nicht, aber der Lohn der Sünde ist der Tod. Und ähnlich wie bei dem Video von Xavier Naidoo, vielleicht wollt ihr es euch mal anschauen, am Ende, wisst ihr, Point of No Return. Point of No Return, ja. Irgendwann ist dieser Punkt, da bist du dann dieser Sünde hingegeben und es ist für dich, deine Gedanken und Sinne sind schon so verändert, dass du es nicht mehr schlimm findest. Und es ist gut, dem Heiligen Geist das hinzulegen, zu Gott zu sagen, ich möchte gerne wiederhergestellt werden. Ja, wenn du neu geboren wirst, dann hast du dich diese alten Dinge losgesagt, du hast eine Entscheidung getroffen für das Leben mit Gott, für die Lebendigkeit, für die Heiligkeit, für dieses neue lebendige Leben, ohne Tod. Das heißt, wenn du diesen Weg gegangen bist und wenn du dich für Gott entschieden hast und du bist in dieses, dann hast du dieses ewige Leben. Du wirst vielleicht physisch sterben, aber du gehst dann sofort über in die Herrlichkeit zu unserem Herrn Jesus. Und wenn du dich dafür entschieden hast, dann wird Gott dich wiederherstellen. Das heißt, er wird auch deine Gedanken und Sinne wiederherstellen. Und zwar in dem Maß, wie es seiner Gerechtigkeit entspricht und wie seine Heiligkeit entspricht. Und da ist es einfach für mich No-Go, diese anderen Dinge ja weiterhin gut zu heißen, ja, sondern wir müssen echt an diesen Punkt kommen, dass wir gut von Gott denken und dass wir erfassen, dass es nicht darum geht, uns etwas vorzuenthalten, sondern der Teufel will dich von der Heiligkeit, von der Vollkommenheit fernhalten mit diesen Lügen. So hat er es ja auch mit Adam und Eva gemacht. Er hat ihnen gesagt, Gott hält euch etwas, da gibt es etwas, was Gott euch nicht geben will, was aber total gut ist. Und sie sind darauf reingefallen. Und das macht er bis heute. Das macht er bis heute. Und die Menschen haben noch nicht erfasst, dass das Leben mit Gott, ja, die Kirche hat das Ganze negativ geprägt. Und viele haben noch nicht erfasst, dass das Leben mit Gott Freiheit bedeutet. Sondern viele haben ja in ihren Gedanken, ein Leben mit Gott bedeutet Freiheitsentzug. Ja? Ich darf nicht mehr alles tun, aber diesen Gedanken liegt einfach ein völlig falsches Fundament zugrunde, ja, völlig verblendete Gedanken und Sinne. Sondern wir müssen wieder dahin kommen, dass wir verstehen, dass Gott das Beste für uns will, ja, dass er uns liebt über alles. Er hat den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, ja. Also wir stehen über den Tieren, ja, wir stehen über der Natur, wir stehen über allem. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen und er will das Allerbeste für uns. Ja, Gott ist keine Nummer zwei und Gott will für dich auch nicht Second Hand. Ja, also versteht mich da jetzt halt nicht falsch. Ja, geht es mir jetzt nicht darum, dass ihr nichts Gebrauchtes haben dürft. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass Gott für jeden von uns das Beste will und keine zweite Wahl. Ja, du kannst einen Secondhand tollen TV-Sessel haben oder einen Stuhl oder ein Auto, aber es ist für dich eine Nummer eins, ja, das ist, was Gott für dich will, weil es für dich das Beste ist. Ja, so sollt ihr das bitte verstehen. Und zu erfassen, dass eben Sünde nicht aus dem Geist Gottes kommt, ja, und dass eben Gottes Gerechtigkeit
darin besteht, dass er für seine heiligen Kinder keine Dunkelheit im Leben mehr haben will. Und dafür muss der Teufel weg. Und Jesus hat ja diesen Kampf schon gewonnen. Er hat den Teufel ja besiegt. Ja, Jesus hat Herrschaft über den Himmel und die Erde. Er ist unser Herr, er ist unser König. Das heißt, wenn wir diesem König nachfolgen, dann folgen wir nicht einer menschlichen Regierung nach, sondern wir haben einen König der Könige, der über allem steht. Dieser König hat Macht, Vollmacht über den Himmel und die Erde. Und diesem König gehören wir jetzt an. Ja, das heißt, wir müssen uns um nichts fürchten. Wir brauchen keine Angst vor dem Teufel zu haben. Wir brauchen keine Angst vor der Dunkelheit zu haben, weil wir jetzt zum Licht gehören und zu demjenigen gehören, der die Finsternis unter seinen Füßen zertritt. Und falsche Lehre, wir hatten es gestern ja davon, ja, die Gerechten zeigen ihren Nächsten den Weg, zeige den richtigen Weg. Und der richtige Weg ist eben Gottes Gerechtigkeit. Und Gottes Gerechtigkeit besagt, die Dunkelheit wird zertreten. Und alle, die mit der Dunkelheit anhängen und die Dunkelheit lieben, werden mit zertreten werden. Jetzt komm du nicht daher und probier dich mit Gott anzulegen. Ich kann dir eins sagen, diesen Kampf wirst du verlieren. Also ich rate niemanden, sich mit dem allmächtigen Gott anzulegen. Also da wird jeder den Kürzeren ziehen. Ja, sondern sei ehrfürchtig, beuge dich vor Gott, erkenne ihn und sein Regelwerk an, seine Gerechtigkeit an und erkenne, dass er dich liebt und dass er dir das Beste für dich will. Und wenn du aber gegen ihn rebellierst, dann musst du diese bittere Konsequenz tragen, dass es dir dann eben mit allen anderen Gottlosen nicht gut gehen wird. Und viele erleben leider auch schon hier auf der Erde, ja, sie haben nicht das Himmelreich als Christen, sondern sie haben die Hölle auf Erden, obwohl sie Jesus nachfolgen. Und wer das hat, der sollte sich überlegen, okay, kann da vielleicht etwas nicht stimmen, ja, habe ich da vielleicht falsche Gedanken und Sinne? Und dann kommt mir auch nicht daher mit, ja, Gott sagt ja, dass wir leiden müssen, aber bitte dann kümmere dich darum, was es bedeutet zu leiden. Das ist ein ganz anderes Leid, wie das Leid, was manche Christen haben. Ja, es ist ein anderes Leid. Es ist nämlich zum Beispiel so ein Leid, dass die anderen mein Licht nicht ertragen können. Ja, dass die Dunkelheit nicht erträgt, dass ich Segen habe, dass die Gottlosen nicht ertragen, dass ich ein tolles Leben mit Jesus habe und mich deshalb vielleicht verachten, verleumden, verurteilen, wie schlecht über mich reden. Ja, das sind Leiden, die wir eben leiden und nicht die Leiden, dass wir in allem permanent Mangel haben, dass wir krank sind, dass es uns schlecht geht. Also da müssen wir schon von Leid und Leid unterscheiden. Okay, also das war's von mir heute. Ich habe jetzt auch nichts mehr. Der Pfad der Gerechtigkeit ist Leben, also wandle auf dem Pfad der Gerechtigkeit Gottes, in den Verheißungen Gottes und du wirst Leben haben. Und wenn du dieses Leben nicht hast, dann frag dich, auf welcher Seite du gerade wandelst. Und guck, Matthäus 6,33, zack, zurück ans Kreuz, zurück in Gottes Gerechtigkeit, zurück wieder zu wissen, wer du in und durch Christus und durch das, was am Kreuz passiert ist, geworden bist. Und geh wieder in diese Kraft hinein und dann wird es dir auch wieder besser gehen und du wirst auch wieder Leben spüren und Lebendigkeit. Also meine Lieben, seid gesegnet. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Shalom.